So, und bei einem schön vorbeifahrenden Auto, herzlich willkommen zu Mytest Creator Server Let's Play Folge 178. Wir bewegen uns gut auf Folge 200 zu. Holy shit. Ja, interessant. Und willkommen zum. Ja, vor allen Dingen erstmal überlegen, wie wir das jetzt machen mit den Feldern. Weil ich habe mir überlegt, das wird dumm. Wir packen jetzt ein bisschen Zeug sein. Wir packen erstmal ein bisschen Zeug ein. Also wir brauchen auf jeden Fall Schippen, logisch. Dann noch eine Axt, weil wir ein paar Bäume fällen dürften, müssenerweise. Und dann auf jeden Fall natürlich, weil wir wahrscheinlich auch ein bisschen in die Tiefe gehen müssen. Erstens Sand zum Ausbessern, wenn wir irgendwelche Löcher erzeugen. Wobei wir bekommen auch massig Sand. Ernsthaft jetzt? Von daher brauchen wir eigentlich nur Werkzeuge. Saatgut holen wir dann später. Jo, das heißt, wir gehen erstmal los und besorgen uns mal Zeugs. Ja. Das obligatorische, oh, Zitronen. Das obligatorische Zeugs hier abernten. Easy. So. Spitzhacke an Bord. Axt an Bord. Schippe ist leider schon kaputt. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen Material mit, um uns bei Bedarf mal eine neue bauen zu können. So ungefähr. Dabei fällt mir ein, wenn man hier noch ein bisschen was im Crafting Dingsbumster. Da schmeißen wir mal hier oben rein. Marmor? Hatten wir Marmor nicht im Lager? Das hier genauso. Warum haben wir so viel Scheiße rumliegen? Das haben wir doch alles im Lager. Granit und Marmor haben wir doch auch alles im Lager, oder nicht? Ich guck mal, das hatten wir doch im Lager gehabt. Warum kann ich nicht rennen? Achso, mit Nahrung. Dachte schon wieder, hier ist irgendwas kaputt. Ja, siehst du, sag ich doch, wir haben hier Marmor und so einen Scheiß. Dann kannst du doch direkt mal reingehen. Leben, Marmor, nochmal Marmor. Was ist das hier zwischen den Beinen? Ach so, wow. Eine von Technics, eine von Building Blocks. Na geil, dafür ein Danke dafür. Okay, dann machen wir das. Ha, siehste, ging ja schneller als gedacht. Du bitte raus. Du bitte raus. Dann kommst du nämlich da rein. Und dann machen wir hier einfach dieses Granitzeug rein. Tada! Ja. So ungefähr. So, jetzt gehen wir aber endlich mal zu unserem neuen Dings, da muss danach, wo wir hinwollen. So, und jetzt hatte ich hier nämlich eine Idee gehabt, und zwar. Hier geht ja so hoch. Und ich wollte ja sowieso, hatte ich ja schon letztens gesagt, mal so ein Beet bauen, was so aus mehreren Stufen besteht. Und das bietet sich jedoch perfekt dafür an, oder nicht?
Oder? Sag ich doch. Das heißt, wir werden es doch mal wie folgt machen. Wir werden... Hier kommt später so ein Weg hoch. Das heißt, ab hier werde ich erstmal alles rauskanten. Oha, dann kommt das Wasser. Die ganzen Bäume hier mal weghacken. Das muss hier früher oder später sowieso alles weg. So. Dann haben wir gleich wieder volle Taschen hier. Gott. Das hört nicht mehr auf. Okay, der Baum hier kommt noch weg. Komm her. Danke. Und der Baum hier kommt auch noch weg. Die restlichen Bäume sollten hinten eigentlich kein Problem mehr sein. So groß sollte das Feld ja gar nicht werden. So, und jetzt kommt es nämlich. Ach Gott, über diese Dinger. Goddammit. Ich hab mir wie folgt überlegt. Also, jetzt gerade so spontan. Das hier kommt mal. Hupsala, und die Schild ist unter. Ist die Schild auch schon weg? Danke dafür. So. Wir werden das Ganze wie folgt bauen. Die erste Reihe bleibt frei? Fragezeichen. Nö, warum eigentlich? Nee, okay. Die erste Reihe kommt raus. An der Stelle kommen Baumstämme rein. Ja, ich will auch mal ein Beet mit Baumstämmen bauen. So. Das Ganze zieht sich dann auch als Grenze quasi hier weiter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie war denn das? Reicht Wasser jetzt 3 oder 4 Blöcke? Ich glaube, es waren 4 Blöcke. Ja, das hat ja gut funktioniert. So, das heißt, das hier ist das erste Beet. Danach... kommt dann quasi okay, wir brauchen auch noch das Replacement Tool, wir brauchen Wasser und wir brauchen wahrscheinlich auch noch mehr Holz, also diese Bäume. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, haben wir hier Wassereimer? Wir haben... Ah doch, da. Wollte gerade sagen, wir haben keine Wassereimer. Was ist denn hier los? So. Wir werden wahrscheinlich auch doch noch mal ein paar Kisten brauchen. Ich nehme mal 2 mit. Da können wir uns irgendwo so eine Doppelkiste aufstellen. Dann brauchen wir Holz. Nein, das ist das Falsche. Das hier. So. Und ich würde gerne den Weg
hellerem Holz machen? Nö, warum eigentlich? Nee, da reicht das Holz vollkommen aus. Genau. So. Sind wir eiskalt noch verhungern? Ich glaub's ja nicht. Achso, halt, wo ist das Brot? Ach, egal. Das Brot liegt jetzt fröhlich im Schrank. In der Kiste, meine ich doch. Da kann es doch bleiben. So, jetzt wie folgt. Ah Gott, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich würde gerne pro Feld auch noch einen Weg haben, den man hier lang, quasi langlaufen kann, ne? Oder ich reiß die hier wieder raus und mache hier tatsächlich keine Baumstämme hin. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, wir machen jetzt mal hier hinten, damit man ungefähr sehen kann, was ich meine. Jetzt kommt hier nämlich Wasser hin. Ah, ich habe das Replacement Tool vergessen. Och nö. Das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt. Oh, jetzt ist aber schön bunt, ne? Grün, Gelb, Orange und Rot. Alle drei Farben vertreten. Nice. Die brauche ich, weil es damit einfacher ist. Und ansonsten. Genau. Nein. Du weg, du herkommst. So, die Doppelkiste stelle ich einfach mal hier mitten auf den Weg. Einfach, weil ich ein Bad Boy bin. So, jetzt. Du kopieren. Einfügen, einfügen. La. Ja, danke dafür. So. Hoffentlich wird das auch nur halb so schön aussehen, wie ich mir das dachte. Ich habe da mal gerade eine Idee. Das Traurige an der Idee ist, der ganze Scheiß muss wieder weg. Geht das eigentlich? Achso. Ach, lol. So spare ich meine Säge. Meine Dingsungs da. So, sorry, der Sand hier muss noch mal hin. Das Ganze muss noch mal eins nach hinten rutschen. Also, nach da. Eieieiei. Professionelle Felder bauen ist aber auch so eine Wissenschaft für sich, ne? Ja.
Okay, also selbst Wasser muss man mit dem Replacement-Tool ersetzen. Interessant. So, jetzt kommt nämlich hier das hin. Witzig. So, ich lasse es erstmal so auf der Länge und merke schon, mein Inventar ist voll. So, genau. Jetzt kann ich nämlich hier vorne nämlich noch einen Zaun später implementieren, ohne dass das das Feld beeinträchtigt von der Größe her. Ich würde sogar fast sagen, einfach von der Optik her ist es besser, wenn ich das hier auch ersetze. Damit es dann quasi später zwischen dem guten Boden und dem normalen Boden hier als Trennschicht dient. So, jetzt geht hier wie gesagt eins hoch. Ach, ich fick mein Leben. Ach Mann, ey, aha. Ich krieg eine Krise. Ja, die kriege ich. Der ganze Scheiß muss ja hier nochmal weg, weil da muss ja noch Wasser drunter. Da muss ja nochmal Wasser drunter. Ich krieg eine Krise. So, das Feld soll genauso breit sein wie die äußeren Zäune. Ist das hier richtig? Ja, genau. Hier ist genau bis zum Zaun. Und hier jetzt auch. Na komm. Perfekt. So. Alter, das ist kompliziert. Boah, Alter. Ernsthaft jetzt? Eine Sisyphus-Arbeit hier. So, genauso soll das später sein. Ja, was ist perfekt? Sehr schön. So, hier kommt jetzt dann das Ding drüber. Nein, bitte davor. Aber du hättest sogar bleiben können. So, hier ist wieder vier Felder. Okay, ich weg. Wird mich verarschen jetzt hier? Oh, dieses Spiel hasst mich. So, boah, Alter, ich muss mal überlegen. Ich muss mal alles wegmachen, dabei überlegen und aufpassen, dass man keine Scheiße baut. Das ist kompliziert. So, jetzt noch mal. So, hier jetzt wieder vier Felder sind. Das heißt, ich muss noch eine Reihe weg.
kommt hier wieder die unterste Reihe wieder weg. Da kommt wieder Wasser hin. Fun Fact, wir haben kein Wasser mehr. Wasservermehr ist auch so ein echter Job so für Straftäter. So. Gib mal her die Baum. Ja, okay. So, jetzt haben wir das hier. Die Frage ist, kriegen wir hier hinten noch ein Feld unter? Das sollte passen, weil mindestens 3 Edeln hätte ich schon gerne. Ja, mache ich auch. 3 Edeln machen wir. Ja. Das hat jetzt auch nichts gebracht. Kann ich mal irgendwas... Dankeschön. Ich sterbe. Danke. So, dann kommt jetzt hier oben die letzte Ebene nämlich hin, die dritte. Wo ist da hinten noch was mit dem Teich, wie ich das denn gestalte? Gestaltungstechnisch, aber das überlege ich mir das später. Der Baum hier auf jeden Fall muss weg. Da führt leider nichts dran vorbei. Was? Achso, weil hier noch, die hinten, die Bäume. So. Hallo, die Waldfee. Alter, lass mich doch einmal hoch. Ist ja bekloppt hier. Du dazu. Ihr da weg. Ich glaube, der Baum muss, wie gesagt, auch weg. Der ist hier ganz schön tief. Ja, komm. So. Habe ich eine Axt dabei? Ja, habe ich. Meine Inventar schon wieder schon voll. Laufen kann ich auch wieder nicht mehr. Das ist ja hier ein Träumchen. Ja, klar. Ist einfach noch mehr. So. Ein Schmetterling. Sind hier noch mehr Steine? Ja, natürlich. Okay. So. Machen wir hier die gesamte Sandanhöhe weg. Beziehungsweise warum eigentlich? Nee, mache ich nicht. Ich mache die nur bis so weg. Und ja, tatsächlich nur 4 Blöcke. Das ist kein Fehler. Das habe ich jetzt gerade absichtlich so vor. Dann verschwinden nämlich quasi hier drunter. Hier kommt nämlich auch nochmal eine Baumstelle. Reihe hin und die verschwindet dann hier quasi unter dem Sand, wird also quasi unter dem Sand begraben. Jetzt muss ich aber trotzdem die Sandreihe hier leider erstmal abbauen, weil ich muss dann mit Wasser hin. Ach, Kacke. Na gut.
Der Baum kann jetzt so blöd stehen bleiben. So. Ja, komm, ist ja gut jetzt. Du bleibst da, du bleibst auch da. Genau. Du kommst da weg. So. Heieiei. Genau, die andere hier kommt auch weg. So. Das hier bleibt. Hier kommt jetzt Wasser hin. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Genau, hier kommt auch gleich Wasser. Ja, das ist alles korrekt. Schwerkraft funktioniert. Das Wasser fließt quasi von dem Teich hier hoch und fließt dann runter in unsere. Ne? Ist also alles so gewollt. Das ist natürlich. Das muss so sein. So, jetzt kommt hier wieder eine Danke dafür. Ich mach's am besten mal so. Schwupps, da wups. Da sieht es nämlich hier später so aus. Momentchen mal. Ach, ich bin bescheuert. Ach, ich bin auch. Och Mann, ey, jetzt ist doch. Jetzt habe ich vergessen, dass hier ja keine Ebene noch drauf kommt, sondern das ist ja hier bereits die letzte Ebene. Das heißt, an der Stelle, wo das Wasser ist, kommen später die ganzen Baumstämme hin. Ich muss also hier noch einen runter. Ja, ja, mach halt, was du willst. So. Okay, also das Ganze nochmal. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier Wasser mache und jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr. So. Ja, klar, komm. Weißt du, fick dich doch selber. Ah, Mann, ey. Denken und dabei auch noch an andere Sachen denken, das ist echt, da wirst du bekloppt. Gut, hier muss ich ersetzen, weil er das Wasser auch als Block betrachtet. Jetzt sehe ich aber gar nicht, ob er unten das Wasser wirklich beibehält. Nee, das Wasser fließt nämlich zurück, das heißt, er hat unten das Wasser nicht vervollständigt. Oh, ich kann sogar Wasserquelle kopieren. Es war witzig, aber nicht zielbringend. Okay. Ja, das wird jetzt ein bisschen hässlich, aber was willst du machen? Geht halt nicht anders. So.
Ja, das heißt, ich muss das gesamte Wasser hier erstmal entfernen. Damit ich nämlich da drunter komme. Lass mich durch. Na, so, jetzt ist die Schippe damit auch weg. Sehr schön. So, hier ist auch noch Wasser. So. Jetzt das Ganze nochmal. Einfach, weil es so viel Spaß gemacht hat. In Klammern nicht. Das Wasser muss nämlich... Es ist nämlich die Frage, ob ich das Ganze jetzt mache. Weil wenn ich das Wasser jetzt eins da drunter packe, ich weiß nicht, ob denn die Felder überhaupt noch damit befeuchtet werden können. Ich glaube nämlich nicht. Ist auch egal, wenn es nicht funktioniert, dann schmeiße ich das Ganze hin. Dann habe ich ja, Let's Play zu Ende. Gott, ist das kompliziert hier. Jetzt mach doch mal. Nein, du solltest das Wasser kopieren und dahin tun. Du gottverdammter Hurensohn. Ja, 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 klar, ist klar. So. Whatever. Okay. Jetzt. Kommt hier drüber, nehme ich denn die Erde. Das heißt, ich hätte hier das Wasser quasi genau genommen doch auf der Ebene lassen können. Egal. Jetzt ist es weg. So. Und hier müssen mich jetzt wieder diese komischen Baumstämme, die ich dann erstmal wieder kopieren muss. Hier sieht man dann wieder die Baumstämme. Das heißt, hier muss ein Baumstamm hin. Da. Da, 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 da. So. Genau. Und jetzt dann auch da, 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 da. Da, da. Da, da. Überlegen. So. 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 Genau. Sehr schön. So, hier müssen wieder Sand rein. Und jetzt kann ich noch zur Optik quasi hier die Bäume nach unten verlängern. Mache ich am besten auch mal, damit es auch von hinten schön aussieht. Wo ist der Baum verschwunden? Ich weiß es nicht. Man sieht durch das Wasser erstaunlich wenig. Ach, halt hier schon Ende. So. Perfekt. So. Hier ist auch Wasser. Sehr schön. Dann kann ich jetzt hier überall die Baumstämme verteilen. Warum ist hier eine Stelle ohne? Hä? Egal. Einfach ignorieren. Ich hätte schwören können, dass da gerade eine Lücke war im Boden. Aber gut, dann war da doch keine. Genau. So, haben wir es ja gleich geschafft. War zwar auch ein Kraftakt und ein Verzweiflungsakt. Ich
korrigiere es immer noch, Verzweiflungsakt. Aber ich hoffe, das Ergebnis lohnt dann auch den Aufwand. So, jetzt kommst du erstmal weg. Hier hätte ich gerne so mal ein bisschen so, damit es einigermaßen wie gewollt aussieht. Und hier sieht es bereits wie gewollt aus. Okay. Dann brauchen wir jetzt bloß noch Zaun und eine Harke. Kann man eine Harke auch hier rausbauen? Nein, kann man nämlich nicht. Das ist ein bisschen schade. Und das andere haben wir gerade nicht dabei. Ich lade mal sowieso ein bisschen Zeug ab. Beziehungsweise, das ist Quatsch. Ich muss die Kiste später sowieso wieder ausräumen. Egal, ich mach's trotzdem. So, hier kommt auf jeden Fall erstmal so. Und dann kommt hier nämlich jetzt ein Weg rauf. Das wollte ich aus Holz machen. Habe ich Holz mitgenommen? Ja, habe ich. Lala. Ja, immer her damit. Achso, die Emma muss ich wieder voll machen. Na gut, hier komme ich das Wasser nicht mehr ran. Das heißt, ich gehe mal hier unten zum Fluss. Sehr schön. So, jetzt wie folgt. Ich würde gern. Mal überlegen. Also hier sollte der Weg wieder auf der Höhe sein. Das heißt, ich mache bis hierhin mache ich Holzbretter, die komplette Höhe, also auf die Höhe, die sie halt schon haben. So. Ja, das war klar. Die sind natürlich wieder falsch rotiert. So. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, hier kann ich also auch Sand hinpacken. So, so, so. Und jetzt hier. Ungefähr so. Kommt man hier schön an alle Felder ran. Hier vorne kommt, wie gesagt, noch ein Zaun hin. Und dann brauche ich da bloß noch eine Harke. Und dann können die ganzen Felder quasi schon bedingstert werden. Und wenn wir keine Harke haben, was ich fast glaube, oh, dann bauen wir die jetzt einfach immer aus Holz. Reicht ja aus. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, das habe ich schon wieder vergessen, was wir brauchen. Ach, was soll ich denn mitnehmen? Ich krieg eine Krise. Wir werden ja wohl kaum eine Harke und eine Harke brauchen. Ach, was soll ich denn jetzt mitnehmen? Eine Harke und... Ja, genau, Zaun. Gott, Alter. Zaun, das ist dieser Kreaturenzaun. Und von dem anderen Zaun haben wir bloß noch 13. Das lohnt sich ja nicht allzu viel. Wir können aber hiermit ein bisschen was machen. Das lohnt sich bei der großen Strecke tatsächlich sogar. Wird aber nicht gleichmäßig aussehen. Nee, lassen wir mal. Haben wir hier vorne auch nicht gemacht, hinten überall auch nicht. Von daher lassen wir das mal da drinnen. Wenn wir da jetzt bei den Feldern mit diesen Zwischendingern anfangen, das sieht dann kacke aus. Sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. So. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Bleiben also schon wieder zwei übrig. Hätte ich gar keine Zäune holen brauchen. Ah, gut, was soll's. So. Perfekt.
Die Frage ist, wird der Boden hier drunter auch wieder grün oder bleibt der so braun, weil die Zäune drauf sind und damit der Boden nicht mehr abgedatet wird? Das wäre natürlich Katastrophe. Ist mir auch fast egal. So, was jetzt viel wichtiger ist, ist, dass wir eine Menge Holz brauchen. Zum Glück haben wir auch eine Menge Holz. Und aus der Menge Holz brauchen wir jetzt eine Menge Harken. Na, da. So. Mal gucken, wie lange... Ich mach mal 4 gleich, weil 4 werden wir auf jeden Fall locker brauchen. Und da mal gucken, wie weit diese 4 Dinger reichen. Okay, eins reicht nicht mal eine Bahn lang. Das heißt, wir brauchen alleine für die Bahnen 12 Stück plus nochmal ein paar. Okay, Wasser reicht wirklich nur 3 Blöcke. Das heißt, wir müssen hier drunter auch nochmal Wasser packen. Oder die Reihe hier mit den Dingern. Ja. Das ist jetzt dezent deprimierend. Aber was willst du machen? Oh, es. Dann ist es halt so. Gut, dann müsste der Boden hier drunter auch wieder weg. Und da muss jetzt Wasser hin. Oh, Spitzhacke ist dann auch gleich im Arsch, mal wieder. Nicht die Spitzhacke, sondern die Axt. Wenn ich Axt sagen möchte, sage ich Spitzhacke. Wenn ich Spitzhacke sagen möchte, sage ich Axt. Irgendwie so ein bisschen, naja. Ich würde jetzt nicht sagen bescheuert, aber doch schon total bekloppt. Ach, das dauert immer. So. Sieht aus, als wären wir fertig. Jetzt muss ich wieder hoch. Oh, Mann, oh, danke. Das ist doch verrückt. So, okay. Also mit dem Wasser da drunter, also schräg drunter packen, klappt tatsächlich auch. Weil ich hatte halt noch nie mit dem schräg drunter. Ich hatte halt nur bisher mit da drüber oder daneben. Aber dann passt schräg drunter halt auch. Sehr schön. So, und wir brauchen eine ganze, ganze Menge Dinger. Wer sich fragt, warum ich jetzt überall einmal Sand hinpacke, ganz einfach, damit ich das machen kann. Ein kleiner Trick aus längst vergessenen Zeiten. So, und ja, ich weiß, die Folge ist schon quasi vorbei, aber ist mir gerade egal. Wir machen es einfach trotzdem mal. Hier hat die Folge halt noch ein bisschen Überlänge. Ist ja nicht so, als wenn es die einzige Folge diese Woche wäre, die leicht Überlänge hat. Aber das mit dem Bevölkern, also hier mit den Pflanzen draufpacken und so, gucken, wo was raufkommt, das machen wir dann wirklich erst nächste Folge. Alter, wie kurz diese Dinger nur halten, das ist ja abartig. Party hard. Ne, bin ich gerade hängen geblieben. Eigentlich sollte ich dann nirgendwo hängen bleiben. Oh ja, weiß. Vielleicht wieder die Engine irgendwie Party gemacht. Weiß der Geier aber.
Ja. Ich sollte vielleicht erstmal das Unkraut entfernen. Mit Unkraut kennt es sich schlecht. Ist da noch mehr? Nö. Sieht gut aus. Tja, also ein, zwei Haken werden wir auf jeden Fall mal brauchen. Ich glaube, die reichen bei weitem nicht. Ja, wir brauchen noch mal eine Hake. Aber wenigstens bloß... Ah, scheiße, wir haben noch zwei... Okay, wir brauchen noch drei Bar Haken. Na, vielleicht reicht noch zwei. Okay, doch zwei reichen. Nummer 1 und Nummer 2. Yay, geschafft! Woo! So, dann kann man nämlich hier drauf, ne, so schön langlaufen. Hat auch hier ein bisschen Stabilität nach vorne hin, damit die Erde nicht zusammenbricht. Und dann kriege ich eine Krise, weil hier schon wieder alles kacke ist. Oh, Alter. Ich hasse euch alle. So, am besten gleich mal fixen. So. Und dann sollte das für diese Woche auch reichen. Kann ich jetzt hier einfach davor packen? Ja, das geht. Sehr schön. Ich meine, wenn du weißt, dass er das Wasser auch als Block benutzt, dann kannst du dich ja darauf einstellen und dann ist es ja auch einigermaßen in Ordnung. Aber wenn du das halt erstmal nicht weißt und immer mit dem Wasser komplett nicht das machst, was du eigentlich machen möchtest, ist das schon ein bisschen deprimierend. So, Felder sind fertig. Perfekt. Geil. Ja, können wir nächste Folge anfangen, dann die Felder zu befeldern. Wie sieht's hier aus? Sieht scheiße aus. Gib mir mal die Axt. Ja, komm. So. Willst du mich zwar... Ach, komm. So. Hier kommt mal weg. Sieht kacke aus. So sieht schon besser aus. Ja, perfekt. Viel besser. So. Tada! Ist das nicht genial? Ist das nicht richtig schönes kleines Feld, wo man hier so schön Sachen pflanzen kann? Aber das ist dann wieder nächste Woche. Ich sag erstmal für die Woche Schau mit V. Danke fürs Zusehen, auch wenn das die letzte Folge jetzt gerade erst schon wieder Katastrophe war. Aber wir haben es hinbekommen. Ja? Alles picobello. Wir können also nächste Woche direkt anfangen, die Sachen, also unsere Kisten, die Kiste auszuräumen, die Sachen alle wegzupacken. Und dann mit leeren Händen und leeren Kisten, naja, leeren Kisten nicht, aber mit leeren Händen, dann ein paar Samen zu holen, so Weizen und ein bisschen Obst und so ein Scheiß. Und das da quasi einzupflanzen. Bis dahin dann.